Wie wichtig ist denn eigentlich die Musik für dich persönlich? Also Musik für mich, die brauche ich wie die Luft zum Atmen. Also ich stehe morgens auf und mein Finger geht erst auf den CD-Player, auf Play. Und dann fängt mein Tag an. Also Musik ist Stressabbau, Musik ist Emotion, Musik ist Frust, Stärke, Liebe, alles vereint in der Musik. Also man kann so viel erreichen mit Musik, man sieht es ja. Musik ist so vielschichtig, man kann so viele verschiedene Sachen ausdrücken, so viele Emotionen rüberbringen mit der Musik. Und ich glaube, Musik ist eins meiner, oder ist die Liebe meines Lebens, wenn man so sagen möchte. Wie würdest du den Musikstil in deinem neuen Album beschreiben? Der Stil ist nicht ganz einzuordnen so. Ich sage immer, das ist so eine Mischung aus Jazz, Hip-Hop, Soul, R&B, Rap. Ich versuche das, was ich zu sagen habe, musikalisch wiederzugeben, aber ich kann mich nicht festlegen, weil es gibt Tage, da bin ich total aggro und könnte mega abrappen. Und es gibt Tage, da könnte ich Balladen singen bis zum Umfallen. Also man kann es nicht wirklich ganz klar einordnen. Dein Album heißt ja Ich bin anders. Wie kam es eigentlich dazu? Also der Titel sagt ja schon, ich bin anders und ich bin anders. Und das war, oder hat sich einfach so ergeben, anhand der Musik, die ich gemacht habe, anhand meines Lebens, dem Mensch, der ich bin und den Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich bin anders. Vielleicht nicht anders, weil ich jetzt aufmüpfig sein will, nicht anders, weil ich gegen die Gesetze gehen möchte, sondern einfach anders, weil ich ein anderer Mensch bin und jeder von uns ist anders und deswegen glaube ich, ich bin anders. Was kann man als Hörer von deinem neuen Album alles erwarten? Also in erster Linie glaube ich, dass wenn die Menschen mein Album hören oder wenn sie das erste Mal mein Album aufmachen, anhören, wie auch immer, dass sie dann einen Einblick haben, wer ich bin. Das ist mal das Erste. Das andere ist, sie können emotionale, wirklich realistische Texte und Musik hören und auch fühlen. Und ich habe mich auch versucht, in viele verschiedene Lebenslagen reinzuversetzen und das zum Ausdruck zu bringen, was es in mir auslöst oder was ich dann dazu zu sagen habe. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Rassismus, der ja in den 90er Jahren extrem war, den ich ja miterlebt habe, den habe ich in einem Song verarbeitet und vielleicht gibt es auch oder ist das auch eine Möglichkeit für Menschen, die das nicht selbst erlebt haben, mal meine oder die Seite derer zu sehen, die das eben durchgemacht haben. Also ich habe versucht, meine Emotionen und das, was passiert und das, was ich darüber denke, in einen Song festzuhalten und das zu transportieren, was diese Zeit irgendwie ausgelöst hat. Und ich hoffe einfach, dass man dadurch Integration schafft, dass man dadurch Vorurteile abbauen kann und einfach den Menschen sagen kann, hey, so und so geht es mir dabei. Und ich hoffe einfach damit ein Stück weit mehr Toleranz auch zu bewirken, so in die Richtung. Hm. Welche Themen außer Rassismus oder Integration hast du verarbeitet? Was ein großer Punkt in meinem Album ist, sind auch Themen, die Kinder betreffen, sprich Kinder, die misshandelt werden, Väter oder Mütter oder Eltern, die ihre Kinder im Stich lassen, aber auch das Thema Liebe und das Thema, das mich sehr beschäftigt, ist auch, warum kann man als Mensch heute nicht der Mensch sein, der man ist? Man ist immer gezwungen, jemand anders zu sein, weil man verletzt wird oder weil man ausgenutzt wird. Also man möchte der sein, der man ist und weiß aber, wenn man das zulässt, dann wird man ausgenutzt. Wo sind die ganzen guten Taten, Charaktere hin? Und habe das versucht, ein bisschen zu verarbeiten in meinem Album, weil das Dinge sind, die mich wirklich sehr, sehr beschäftigt haben. Wirst du auch live auftreten?
Ja, also es ist mir total wichtig, live zu performen. Es ist mir auch super wichtig, wie die Show aussieht. Also ich bin jetzt ich alleine auf einer großen Bühne und da ist es mir total wichtig, dass wir eine Liveband haben, dass wir Sänger haben, dass wir Tänzer haben. Das komplette Paket ist für mich super wichtig. Jetzt bin ich natürlich auch als Choreografin tätig und als Tänzerin. Das heißt, ich habe da schon irgendwie 53 Augen auf alles und bin mit Live-Musik groß geworden, mit Saxophon, Klavier, mit all diesen Sachen, die wirklich die Musik ausmachen. Und einfach nur auf Knopfdruck einen Beat laufen zu lassen und drauf zu rappen, das ist cool, das kann man, aber das reicht mir nicht. Also Musik braucht alles. Musik braucht Soul und Musik braucht, ja, Musik braucht Leben. Und das, glaube ich, kann man einfach so am besten wiedergeben. Und die Bühnenshow soll auch einfach ausdrücken, Musik, eine Einheit, One Love. Willst du den Hörern deines Albums noch irgendwas mit auf den Weg geben? Also ich will euch da draußen ein Gefühl oder vermitteln oder nahe bringen, wie ich die Musik empfinde und wie ich sie erlebe und wie ich die Welt erlebe durch meine Gefühle, durch meine Augen, durch meine Seele, durch meinen Körper. Denn die Welt ist so vielschichtig, es gibt so viele Religionen, es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Kulturen und ich für meinen Teil denke, man muss sein Herz, seine Augen und seine Seele öffnen für die Welt, denn die ist so groß und auch zulassen, dass Dinge, die man vielleicht nicht so gut empfindet oder für nicht so gut heißt, auch mal eine Chance geben, dass man, es ist ja wie beim Essen, man weiß ja nicht, wie es schmeckt, bevor man es probiert hat, man kann ja nicht sagen, es sieht nicht gut aus und dementsprechend ist es für mich auch so, schaut euch die Welt an und lasst es zu, dass Dinge euch berühren, vor denen ihr vielleicht Angst habt. Und ich habe versucht, einen Teil meiner Geschichte durch die Musik und durch meine Texte auf ein Album zu bringen. Und ich hoffe, dass ich euch ein Stück weit mein Leben nahe bringen konnte und auch ein Stück weit meine Sicht der Dinge und hoffe einfach, dass ihr euch vielleicht in manchen Songs wiederfinden könnt und auch in manchen Textstellen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir alle ein Stück weit mehr tun können für die Welt und mehr dazu beitragen können. Und wenn wir nur der Oma den Platz anbieten, dann ist das das, was wir als Mensch tun können und was in unserer Macht steht, um einfach einen Teil dazu beizutragen, dass die Welt ein Stück weit besser wird. Und ja, das würde ich euch gerne mitgeben. Vielen Dank fürs Interview. Danke.